Wer einen Van für bis zu 7 Personen sucht, dem empfiehlt sich bei Ford der Galaxy. Er kommt serienmäßig mit eben diesen 7 Sitzen und großzügigem Platzangebot darüber hinaus. Die erste Generation kam 1995 auf den Markt und war noch ein Joint Venture mit VW. Seit 2006 steht der Galaxy auf eigenen Beinen. Der Name Galaxy war bereits in den späten 50er Jahren bei amerikanischen Ford-Modellen in Gebrauch. Damals hat man versucht, die Spannung um das Rennen um den Mond auf die Fahrzeuge zu übertragen. Heute sind wir davon natürlich gefühlt sehr weit entfernt. Der Mensch war auf dem Mond und riesige, damals unbezahlbare Computer sind heute kleiner und erschwinglich geworden. Raumschiff gelandet. Trotz ausladender Karosserie versprüht das Ford Markengesicht Eleganz und Sportlichkeit. Die großen Fensterflächen verbessern die Übersicht. Für 180 Euro extra bringt sich die dritte Sitzreihe auf Knopfdruck in Position. Beim europäischen Galaxy steht der Name wohl eher fürs großzügige Platzangebot. Die dritte Sitzreihe ist serienmäßig mit an Bord, kann auf Wunsch aber abbestellt werden. Nutzt man sie, hat man 300 Liter Ladevolumen im Kofferraum. Legt man sie um, so hat man bis zur zweiten Sitzreihe, je nachdem wie weit man die nach vorne verschiebt, zwischen 1200 und 1300 Liter ungefähr Ladevolumen. Und legt man die dann noch um, dann hat man galaktische 2339 Liter Ladevolumen. Dank dem Easy-Fold-Flat-System entsteht eine absolut ebene Ladefläche und die heimische Garage bleibt frei von Sitzen. Der Tacho bietet zusätzliche digitale Anzeigen, die mit den Pfeiltasten am Lenkrad ausgewählt werden können. Das Fahrwerk des Galaxy bietet jede Menge Langstreckenkomfort. Kaum eine Unebenheit auf der Fahrbahn setzt sich unangenehm in den Rücken des Fahrers fort. Das heißt aber noch lange nicht, dass er in Kurven zum Rohrkrepierer wird. Auch hier zeigt er durchaus dynamisches Talent, trotz des hohen Fahrzeuggewichts. Einzig der Motor unseres Testwagens wirkt bei geringen Drehzahlen ein wenig überfordert mit der Fahrzeugmasse. 10,8 Sekunden dauert es vom Start bis Tempo 100 und mit seinen 110 kW erreicht der Galaxy bei 195 km/h sein Maximum. Für die perfekte Landung sorgt im Galaxy der optionale Einparkassistent. Das macht bei diesem riesen Raumschiff auch durchaus Sinn, obwohl hier die Übersicht dank der großen Fensterflächen eigentlich ganz gut ist. Ist der Parkassistent aktiviert, muss man noch den Blinker setzen und das Fahrzeug sucht eine passende Lücke. Ist die gefunden, übernimmt das Auto das Lenken. Da sich der Parkassistent jedoch ausschließlich an den parkenden Fahrzeugen orientiert, ist Vorsicht geboten, da sonst ungewollte Ausflüge auf den Bordstein die Folge sein können. Leider gibt es den Galaxy nicht mit Schiebetüren. Das kann in engen Parklücken bei jungen Mitfahrern gerne mal zu Kratern bei anderen Fahrzeugen führen. Eigentlich hat Ford ja zum Beispiel beim Focus den Türkantenschutz im Programm, der alleine ausfährt und so mit einer Plastikkante dann den Schaden minimiert. Aber beim Galaxy gibt es den noch nicht mal gegen Aufpreis. Lange Reisen erleichtern der in der Titanium-Ausstattung serienmäßige Spurhalteassistent und die Adaptive Cruise Control für 830 Euro Aufpreis. Der Ford Galaxy überzeugt besonders mit seinem großzügigen Platzangebot und Komfort in allen Lebenslagen. Von außen ist er sehr schick und bietet optional alle möglichen Assistenzsysteme, die das Leben leichter machen. Und mit einem Preis für ein gut ausgestattetes Modell von um die 40.000 Euro ist er auch nicht wirklich abgehoben und relativ erschwinglich.